Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Software Hardware24. Heute stellen wir euch unser Stativ vor, mit dem wir jetzt alles aufnehmen, mit unserer Kamera, die Sony CX730E. Und dazu haben wir halt das passende Stativ dazu gekauft. Das ist das VCT60AV. Ihr seht hier schon diesen großen Knüppel. Das ist die Fernbedienung. Dazu kommen wir gleich, weil hier gibt es einige Funktionen. Das Ganze an sich ist eine wirklich coole Geschichte. Sie ist total mobil. Das ist halt auch ein großer Aspekt gewesen, dass wir uns dieses Teil kaufen. Und ja, wir haben hier eine gute Höhe, weil es gibt auch verschiedene Modelle hiervon. Wir haben jetzt die 60er-Variante. Die ist preis-leistungsmäßig am besten, da die größere Variante um die 60 Euro mehr kostet. Und hier sind wir jetzt halt ein bisschen günstiger bei weggekommen, liegen ungefähr bei 60 Euro. Den Link findet ihr auch wie immer unten in der Beschreibung. Gut, kommen wir jetzt zu dem Produkt an sich. Ihr seht, das ist so ziemlich klein und mobil. Das Wichtigste an diesem Gerät und die beste Funktion hiervon ist wirklich die Fernbedienung. Hier seht ihr auch schon das Kabel. Das ist für die Kamera von Sony unterstützt. Ja, die könnt ihr hier dann eben einklicken und hier oben an eure Kamera anschließen. Ihr habt hier an der Seite den Slow Zoom An- und Aus-Button. Damit könnt ihr einstellen, wie schnell ihr zoomt, ob ihr den normalen Zoom benutzt oder halt den langsam für schöne Flüsse sozusagen. Und hier habt ihr dann halt noch andere Funktionen. Über diesen Knopf, über diese Wippe, könnt ihr das Ganze an- und ausstellen, den Camcorder. Hier habt ihr eben die Funktion zum Zoom. Das ist auch ganz gut gelagert. Ihr könnt auch wirklich leise diesen Knopf betätigen, dass man ihn nicht hört beim Filmen. Hier habt ihr noch die Funktion zum Foto machen, mitten im Video bzw. auch normal. Und hier habt ihr noch einen Knopf für das Raster. Das Raster seht ihr dann auf dem Camcorder. Ansonsten gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Die Größe ist wirklich sehr schön, auch für die komplette Hand angepasst. Und ja, hier unten haben wir dann halt die verschiedenen Füße. Das ist mit diesen Clips. Das ist äußerst stabil, wenn ihr das festmacht. Ihr habt hier kein klappriges Stativ, sondern das ist alles sehr fest, was äußerst schön ist. In der Mitte habt ihr dann eben dieses Dreibein, was den Stand ja wirklich sehr stabil macht. Das ist somit das Beste an dem ganzen Teil, dass es eben so stabil steht. Und diesen großen Kopf, der ist sehr schön gelagert. Da habt ihr hier noch die verschiedenen Stellschrauben. Diese linke Stellschraube ist für das Links- und Rechtsbewegen und die Stellschraube hier, die zu euch meist zeigt, die ist für die Neigung hoch und runter. Wenn ihr die Neigung nicht braucht, könnt ihr das komplett zustellen, dann habt ihr eben keine Neigung da drin. Hier habt ihr noch eine Stellschraube, damit könnt ihr die Fernbedienung komplett abnehmen, wenn ihr das wollt. Das brauche ich jetzt nicht. Gut, hier vorne habt ihr noch so ein kleines Lot, damit ihr seht, dass ihr immer gerade steht. Das ist ziemlich wichtig, wenn ihr einen Horizont haben wollt, der gerade ist. Und das sieht halt sehr professionell aus, wenn das schön ausgerichtet ist. Oben an der Kamera haben wir hier noch diesen Verschluss. Mitgeliefert wird auch hierfür der Fuß. Der ist aber gerade an der Kamera, deswegen könnt ihr den nicht sehen. Ansonsten gibt es auch gar nicht mehr dazu zu sagen. Ein Stativ, was wirklich schön ist, kostet halt ein paar Euro mehr als diese Billigteile, aber ich denke, das lohnt sich sehr. Und jetzt stellt sich eigentlich nur noch eine Frage.